Guten Tag, spreche ich mit Ramzi? Mit wem? Warte. Mit Ramzi? Ranjit? Wie bitte? Willst du Ranjit sprechen? Ja. Ja, warte kurz. Hallo? Ja? Spreche ich mit Ramzi? Ja, wer ist da? Mein Name ist Sarah. Ich rufe Sie mit dem automatisierten Handeln am Finanzmarkt an. Sie haben heute bei uns ein Investitionskonto mit dem Ölprofit eröffnet? Ja, right. Ich bin Ihre Kundenassistentin, um Ihnen ein bisschen zu erklären, wie das System funktioniert und Ihr Handelskonto zu aktivieren. Oh, okay. Okay, also wir haben einen automatisierten Handeln. Das bedeutet, dass Sie nicht selbst handeln müssen und mit keinem Broker. Das System ist ganz automatisiert. Was ist ein Broker? Ich habe keine Ahnung von all diesen Sachen. Nein, gucken Sie, Sie müssen gar nichts machen. Es ist ganz automatisiert. Also Sie müssen gar nichts machen. Das ist eine künstliche Intelligenz, die für Sie alles macht. ChatGPT? Warten Sie. ChatGPT, das ist auch eine künstliche Intelligenz. Aber Sie haben sich mit dem Ölprofit interessiert, ja? Ja, genau. Okay. Und wie gesagt, die Mindestinvestition, die beträgt 250 Euro. Okay. Und ich bin Ihre Kundenassistentin, um Ihnen helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren, ja? Ja, das hast du schon gesagt. Okay, also könnten Sie mir bitte sagen, ob Sie vielleicht eine Visa oder eine Mastercard haben? Nee, habe ich nicht. Braucht man denn? Mit einer Visa oder einer Mastercard würde es schneller gehen. Okay, vielleicht haben Sie... Wie bitte? Habe ich leider nicht. Okay, haben Sie Online-Banking? Ja klar, ich bin doch nicht von hinter dem Mund. Okay, Sie haben Online-Banking, ja? Dann schicke ich Ihnen auf Ihre E-Mail einen Zahlungslink, ja? Aber nicht so schnell, hallo, wir noch keine 3 Minuten reden, du willst schon Geld von mir haben. Das geht mir zu schnell. Du musst doch erst mal wissen, wie denn alle funktionieren. Sie können mir alle Ihre Fragen stellen, ich werde Ihnen beantworten. Ich habe es ja noch nicht geschickt. Okay, Sie können mich ruhig über alles fragen. Wie denn alle funktionieren? Ja, fragen Sie mich, ich werde Ihnen es weiter erklären. Okay, was mit meinem Geld passieren und wie viel Profit kann man machen? Bitte. Dankeschön. Gucken Sie. Nachdem Sie investieren, müssen Sie Ihr Handelskonto erstmal verifizieren. Das heißt, Sie müssen erstmal ein Foto von Ihrem Ausweis, Führerschein oder Reisepass schicken. Auch noch? Damit wir sicher sind, dass Sie nicht unter 18 sind. Sie müssen Ihr Handelskonto verifizieren, ja? Okay. Nachdem werde ich Ihr Handelskonto aktivieren. Aha. Das heißt, also ich aktiviere Ihr Handelskonto mit Ihren 250 Euro. Weiter ruft Sie unser Kontomanager an. Das ist die Person, die Ihnen weiterhilft und Sie begleitet die ganze Zeit, solange Sie handeln. Ja? Ja. Und er wird Ihnen alle Fragen im Weiteren beantworten, wenn es im Handeln, meine ich, irgendetwas weiter nicht klar ist. Handel. Oder wie auch immer. Wenn Sie später irgendwelche Fragen noch haben, dann könnten Sie diese Person jederzeit nachfragen. Er wird Ihnen weiterhelfen, oh, ja? Oh, sehr gut. So. Diese 250 Euro können Sie später auf viele Währungen also machen, ja? Sie müssen nicht nur mit Öl... es gibt viele Währungen. Also nicht nur Ölprofit, es gibt auch Immediate Age, Bitcoin, Kryptosysteme. Sie können selbst später aussuchen, was Ihnen lieber ist. Ja? Also Sie wählen später mit dem Kontomanager, was Sie gerne handeln möchten, ja? Ja, mit indischer Rupee. Ja, danach fängt der Robot für Sie an zu handeln. Der wer? Es ist ganz der Robot, also die künstliche Intelligenz. Oh. Der fängt an für Sie zu handeln. Und wie gesagt, später könnten Sie alles auszahlen. Also Sie müssen nicht alles auszahlen. Sie können zum Beispiel sagen, Sie haben auf Ihrem Konto zum Beispiel 1.000 Euro, ja? Das ist nur ein Beispiel. Okay, ja, sehr. Sagen wir, Sie möchten 250 auszahlen. Sie können, Sie drücken auf Auszahlung, wählen die Summe 250 und das Geld kommt dann automatisch zurück auf das Konto, von dem Sie investiert haben. Okay. Also Sie können auszahlen zum Beispiel 250 Euro, 500 oder Sie können auch die ganze Summe auszahlen. Also das ist egal, das wählen Sie selbst. Ja? So viel?
Ja, sie wählen selbst die Summe, die sie gerne auszahlen möchten. Oh, okay. Und wie viel Profit kann man machen bei einem Jahr oder so? Das ist halt eine künstliche Intelligenz, die braucht ein bisschen Zeit. Deshalb, ich kann Ihnen nicht hier versprechen, dass Sie in einem Tag zu einem Millionär kommen, ja? Weil das liegt an dem Markt. Keiner weiß, was mit dem Markt passiert, ob man heute die Bankposition kaufen muss oder die Verkaufsposition, ja? Aha. Deshalb, ich kann Ihnen nicht versprechen, dass Sie in einem Tag ein Millionär werden. Ja, klar, das würde ich auch nicht glauben. Ja, deshalb, das meine ich auch. Und ja, wie gesagt, also meistens, ich kann Ihnen nicht versprechen, aber meistens, weil das System braucht ein bisschen Zeit, um erstmal den Markt zu analysieren, dann die Positionen zu wählen. Vielleicht so innerhalb einem Monat würde sich die Summe verdoppeln. Oh mein Gott. Das ist ja großartig. So. Und also wie ich verstanden habe, Sie haben keine Erfahrung im Handeln, richtig? Nein, das ist ganz neu bei mir machen. Okay, ganz neu. Und darf ich Sie auch fragen, vielleicht sprechen Sie irgendeine Sprache außer Deutsch? Ich bin Inder, ich spreche Hindustani, okay? Welche Sprache sprechen Sie? Hindus, India, India, Indien. India, India, okay. Ja, ja. Sie auch? Nein, nein, ich spreche leider nur Deutsch und Englisch. Oh, okay. Okay, so. Vielleicht haben Sie noch irgendwelche Fragen. Ich kann Ihnen halt antworten. Ja, kann man auch, wenn das Oil dann kommen, kriege ich vorher Bescheid, dass, weil wir müssen ja Lagerplatz haben. Oder den einfach hinbringen. Wie bitte? Den Oil, wenn das einkaufen. Ja. Mit Barrel bringen oder muss man Lagertank haben? Na. Hallo? Ja. Wissen Sie überhaupt, wovon wir reden? Nein, darum mich fragen. Es geht um den Handel im Finanzmarkt. Ja, genau. Öl kaufen. Ja, Sie handeln mit Öl. Ja, ja, right, genau, das will ich machen. Ja. Okay, und wie viel am Anfang, wie viel kann man kaufen für den 250 Euro bei momentan? Keiner weiß, was mit dem Markt passiert, ja? Deshalb, ich kann Ihnen auch jetzt nicht sagen, Sie investieren 250 und später suchen Sie selbst aus, wie viel in welche Währung Sie gerne haben möchten. Also, ja, wie viel Euro in welche Währung Sie investieren, das entscheiden Sie später mit dem Kontomanager. Das ist eine mehr erfahrene Person, die halt mehr über den Markt weiß. Okay. Und der alle Ihre Fragen dann später, die weiteren Fragen im Handel beantworten wird. Also, was den Markt angeht, meine ich. Also ist man dann, weil ich habe jetzt groß bei Garage drinnen Platz, das reicht für Anfang, oder? Wie bitte? Ich habe bei Garage Platz, reicht der für Anfang? So 40 Quadratmeter? Sie fragen irgendwelche sehr komische Fragen. Sie sagen alle Fragen. Ich mache dann nichts gut. Warum? Also, könnten Sie mir bitte sagen, ob Sie Interesse am Handeln haben oder nicht? Ja, sehr viel. Ja? Ach. Dann fragen Sie mich bitte Fragen, die den Markt angeht. Okay, das werde ich machen. Also ich soll jetzt ein, wie sagt man das, in den Konto machen, dann ein Investing machen und dann muss man ein Bild von Passport schicken, ja? Ja. Okay, können Sie Kontonummer geben? Welche Kontonummer? Von Firma. Sie meinen den Link zu der Firma? Nee, Kontonummer, Account Number. Von Ihrem Handelskonto oder wie? Nein, ich muss doch ein Investing machen. Wo soll ich den Geld hinbringen? Um das Geld zu überweisen, meinen Sie? Ja, natürlich. Was soll man sonst machen? Okay, dann schicke ich gleich auf Ihre E-Mail die Kontodaten, okay? Also, ich meine, die Überweisungsdaten. Und wann können wir dann anfangen? Wenn Sie heute mir einen Zahlungsnachweis schicken, also eine Bestätigung der Überweisung,
Ja. Dann schicken Sie mir ein Foto von Ihrem Ausweis, Reisepass oder wie auch immer, Führerschein. Aha. Und dann werden Sie heute noch Ihr Handelskonto aktivieren. Das ist gut. Und wann ist dann Telefon-Date mit den Manager? Sie können mir irgendeine Extrazeit sagen oder wenn es für Sie egal ist, dann innerhalb 48 Stunden. So schnell? Das schnell, ja. Das ist gut. Okay, welches E-Mail-Adress habe ich genommen bei Anmeldung? Ich weiß nicht mehr. Ramsi, also R großgeschrieben, ramsi.lieb90@pukaru.com. Oh, dann können wir andere Adressen nehmen. Ich lasse euch so gerne buchstabieren. Okay. Okay, soll ich Buchstabierung machen? Ja. Okay, du zu schreiben? Ich schreibe. Ja. Ratte? Wie? Ratte, Ameise, Kamel, Esel, Schlange und Huhn. Punkt. Hallo? Ja, ja. Glauben Sie, ich bin ganz dumm oder wie? Noch einmal? Ich entschuldige mich, aber ich liege gleich auf, ja? Du bist ein scheiß dreckiger Betrüger und du bist gerade live auf YouTube, du Schlampe. Geh dir richtige Arbeit suchen. Hast du das verstanden? Scheinbar nicht. Oder zu gut verstanden.